jetzt mit Assassin's Creed 4 Black Flag und wir machen heute weiter mit der Hauptmission hier. Vorher möchte ich aber gerne noch ein bisschen, wenn ich das darf, wenn ich die reparieren kann. Scheinbar nicht. Ich will nur ganz kurz auf diese Insel hier zurück. Wir sind halt voll im, das ist eine Tuno, ne? Nassau, ja, bitte. Das ist Nassau. Wir machen kurz nur kurz noch eine Reparaturaktion und das wird auch die letzte Folge sein, die ich heute aufnehme hier bei. Und dann sind wir für soweit eigentlich durch. So, gucken wir mal, dass wir das Schiff repariert bekommen. Warte mal. Ich muss mal kurz zum Hafenmeister. Wo muss ich denn überhaupt hin? Hafenmeister, da bin ich. Richtig. What can I do for you today? Das soll mein Schiff reparieren, mein Freund. So, Waren erwerben. Ich brauche Munition vor allen Dingen erstmal. Mörsergeschosse voll auffüllen. Wunderbar. Feuerfässer auffüllen. Und normale Schussmunition habe ich auch auffüllen, oder? Habe ich. Gut, die haben wir alle voll. Das heißt, wir haben Mörsergeschosse. Wir haben insgesamt 10 Stück. Done. All the best. So. Damit haben wir die Mission relativ gut geschafft. Also ich weiß jetzt noch nicht, wie man die Mörser einsetzt. Es war mal sinnvoll, kurz zu googeln. So, wo muss ich denn jetzt hin? Na komm, läufst du? Wo muss ich hin? Hier oben muss ich hin. Okay. Hauptmission. Unentdeckter Ort. Gut, da ist noch ein Assassin's Creed, Assassin-Auftrag, aber wir machen es mal. Wir machen es erstmal auf diese Insel hier. Würde ich glatt behaupten. Hier liegt die Jigdor. Und damit machen wir uns gleich jetzt mal kurz auf zum nächsten. Zur nächsten Aufgabe. Moin denn! Ich bin natürlich auf der Vorderseite. Warum auch nicht? Moin! Ja, in Seestichen. So, auf. Jetzt seht ihr die zwei Schiffe, die da vorne sind. Das lassen wir jetzt einfach mal in Ruhe. Ich möchte ganz kurz so zu der Hauptmission, die wir einfach kurz markieren. Oh, es sind einige Schiffe. Das ist wieder so ein Vor. Genau. Das wäre auf. Einfach. Eleutera. Können wir mal. Machen wir jetzt Eleutera? Nein, wir machen. Machen wir Eleutera? Doch, wir machen erstmal die Insel hier zu. Jetzt da sind natürlich jetzt ganz, ganz viele Forts, aber ich will zumindest die Ecke hier haben. Wir machen jetzt erstmal das Fort in Eleutera. Würde ich heute einfach mal behaupten. Das Bittere ist natürlich, dass wir jetzt voll im Feindesgebiet sind. Ja, vielleicht sind wir doch raus. Was ist das? Warte mal, wir sind jetzt voll im Feindesgebiet, ne? Wir sind hier voll im Feindesgebiet gerade drin. Ja, wisst ihr was? Wir machen es nicht. Wir machen es andermal. Wir machen jetzt erstmal uns diesen. Vielleicht ist es gar nicht so clever gerade. Wir müssen nicht unbedingt uns wieder mit Gott und der Welt anlegen. Ich könnte doch nicht sagen, okay, scheiß drauf, wir machen jetzt mal, wir halten uns da raus. Aber ich wollte eigentlich gerne das vormachen. Aber wir machen heute doch nochmal mit Zähnchen. Gucken uns mal das neue Gebiet an.
Ja, dann haben wir es dann Gott sei Dank doch irgendwie auf die Reihe bekommen, diese Mission endlich fertig zu kriegen. Klar, wenn wir dann irgendwann alle Forts haben, dann haben wir das ganze Gebiet hier unten fertig. Aber da fehlt uns doch leider Mission. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht nochmal in ein weiteres feindliches Gebiet. Wie gesagt, ich lasse jetzt alle Schiffe in Ruhe. Der Spanier hier rechts, der kann da bleiben, wo er Lust und Laune hat. Unser Ziel ist es, heute jetzt erstmal da vorne wieder hinzukommen. Und hoffentlich ohne feindliches Gebiet, wie gesagt, nochmal. Oh, das war jetzt nicht der Plan an der Sache. Ah, da vorne ist wieder. Steuerbord! Da, eine Art Frachter, Sir! Okay. Aufgeilen! Nehmt Druck vom Baum! Ja? Komm, Segel aufgeilen! Hauptsegel bergen! So. Ich halte mich jetzt gerade mal ein bisschen außen vor, weil ich jetzt gerade mir das ganze Ding aus sicherer Entfernung holen möchte. Oh, ich hab. Captain ist aus Bord. Ich will aus dem jetzt wieder mal den Aussichtspunkt und dann gehen wir vielleicht sogar schon heute die Hauptmission an. Ich weiß noch nicht, was da jetzt ist, sonst steht. Erstmal erkunden wir. Ja, Mann. Ja, bestimmt eine gewisse, schwimmende gewisse Strecke oder so. Andreas Island. Naja, okay, dann ist es wieder das ganze Ding hier mit Erkunden zu tun. Oh, 3500 Real. Ja, gut. Mein Freund, wollt ihr untertauchen? Nö. Sondern erstmal erkunden. Okay, ich glaube, da befürchte ich, dass die Hauptmission tatsächlich noch ein bisschen warten muss. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Oder mal. Das war natürlich jetzt super toll, clever und toll und nett und ja. Warte mal, da ist noch eine Kiste. Kennt mich ja mittlerweile. So, hier sind 5 Truhen. Das machen wir aber nicht jetzt. Das ist jetzt keine Aufgabe für heute. Das ist dann mal. Ah! So. Und hab. Und hab. So. Kurz mal hier hoch. Und dann haben wir das auch. Genau, kleiner Adler flieg. Und synchronisiere mich mal. Ich glaube, wir sind befürchtet, weil wir sind ein bisschen länger hier in der Karibik. Todessprung. Okay, dann haben wir das auch. Dann gucken wir mal, was die Insel so zu bieten hat. Ein Sperrgebiet vor allen Dingen mal. Ein Assassinenauftrag. Wahrscheinlich wieder irgendwie töte 1000 verschiedene Zuckerrohr und seine Produkte. Hm. Ja. Hm. Ich überlege. Habe ich nicht einfach erstmal sagen, scheiß drauf, ich mache jetzt erstmal die Aufgabe hier. Ich fange hier, glaube ich, gerade erstmal wieder. Wir sind ein neues Gebiet, wir müssen wieder neue Sachen, wir müssen wieder Sachen erkunden. 1 von 1 Synchronisation. Okay.
Ihr kennt mich, liebe Leute. Wir haben ein neues Gebiet freigeschaltet, Digga. Ergo heißt es erstmal erkunden. So, hier ist Gott sei Dank auch kein Shanty. Nur hier vorne ist irgendwas, ein Animus-Fragment. Dann machen wir heute tatsächlich erstmal nur... Leider. Ja, es ist langweilig. Es gehört nun mal aber dazu, um einfach, um Dinge rauszufinden. So, Animus-Fragment Nummer 1 haben wir schon gefunden. Nein, ich komme bewusst, eigentlich immer nur auf die falsche Taste. Warte mal, ist das, was ich jetzt wissen muss? Ja. Also gut, da wollen wir jetzt noch ein Animus-Fragment, ne? Nimm mal das Skript, das ist. Sonst haben wir, was ist das Fragment? Das letzte. Ah, hier unten. Ah ja, gut. Dann machen wir hier vorne die Reihe noch zu. So. Ah, ja, weiß ich. Ihr kennt mich. Wir müssen eine Insel erkunden. Das wird jetzt immer wieder passieren. Eine Kiste. Zwei Kisten. Ich weiß, es ist ein Sperrgebiet. Ich möchte aber diese Kiste haben. So. Nächste ist da oben. Das muss ich nochmal gucken. Wahrscheinlich hier über diesen Baum. Wo muss ich denn da hoch? Wo ist denn dieses? Da ist das Ding. Dann geht das über den Baum hier. Hier unten noch eine Flaschenpost. Wo ist das? Okay, fallen sind wir gar keine. Wir nehmen aber mal kurz diese Flaschenpost hier mit auf mich. So, gefunden. Ein kurioser Vorfall auf See Nummer 9. Wie immer, ihr... Ach Quatsch, ich mach das mal langsamer. Und... Wenn ihr es lesen wollt, könnt ihr einfach das Video anhalten. Ja, die Hauptmission machen wir schon in der nächsten Folge, denke ich mal. Ich denke mal, wir kriegen sogar tatsächlich komplett hin, hier diese Insel einmal auf unsere Seite zu bringen, also zum Vordermann zu bringen. Wir haben ja noch den Assassinenauftrag. So, dann haben wir mal das. Viel ist es nämlich nicht mehr. Das ist hier unten diese Ecke noch. Mit den zwei Kisten. Da ist Schatzkarte. Ja, das war's jetzt sogar fast schon. Hier ist noch eine Taverne. Die müssen wir erstmal erobern, wie auch immer. Ja, die ganzen Kisten, die hier so rumtreiben. Ihr seht ja viele, viele Kisten noch. Alles werden wir sowieso nicht schaffen. Wahrscheinlich. Fragt ja San Ignacio. Ich hab 6 Kisten, 3 Dings. Okay. So, ich muss mal gucken. Wie gesagt, eigentlich würde ich das Ding gerne, so gerne erobern mal, ne? Weil, wie gesagt, ihr seht, was da unten noch rumfleucht. Da sind nämlich noch mindestens 2, 4, 5, 6... Warte mal, wie viel sind es denn insgesamt? Sind das jetzt, warte mal, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind 7 Forts noch, die wir erobern müssen, plus das eine. Also insgesamt sind es 8 Stück in dieser Karibikinsel. So, ja, Step by Step auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich vermute, ich weiß nicht, die ganzen Schweren werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen. Dann gehört ja noch die ganzen Inseln mit dazu, die wir kommen. Hier ist nämlich Kingston noch.
Von Navassa Mittel. Charlotte schwer. Also das sind viele Sachen, die schwer. Ich glaube, vermute, dass wir noch ein bisschen was um Leveln doch Story da machen müssen. Serania. Das werden wir sowieso nicht sofort machen. Es sind ein paar Sachen, die einfach sind. Gebara, aber wie gesagt, das liegt voll im Sperrgebiet drin. Glaube ich, hier diese zwei. Obwohl, das Ding geht noch, ne? Das ist, finde ich, wirklich im Sperrgebiet. Ich weiß es nicht, ob das im Sperrgebiet ist. Hier könnten wir hin. Da ist Havanna, ne? Ist das nicht? Ja, das ist Havanna. Und da ist nämlich die nächste. Das ist nämlich das hier. Ja, das könnte man theoretisch. Was war hier noch? Cottbus? Ne, Cap und Bonavista. Oh ja, da fehlen uns noch 5 Kisten. Das haben wir auch noch nicht. Das ist das Anfangsgebiet. Das ist die Anfangsstadt. Also so Step by Step müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was machen. Wir erkunden jetzt mal weiter. Machen wir hier unten weiter. Die Zweder. Keine Sorge, die Taverne müssen wir freischalten, wenn wir die Schläger verprügeln. Ist jetzt aber nicht unser Thema. Machen wir noch. Da ist die Kiste. Und dann nehme ich direkt die nächste. Dann haben wir die Truhen. Hier ist auch eine Schatzkarte. Haben wir denn alles eigentlich? Nur so nebenbei gerade? Oder ist das sich da oben noch? Das ist bestimmt noch ein Manuskript da oben, oder? So, jetzt gucken wir mal wie die Schatzkarte. Drei von drei Geheimnisse. Zwischen den ganzen Palmen, da sind. Also das Schiff liegt dort. Oder ein Schiff liegt dort. Und dann haben wir 4 Palmen und sowas, ne? Warte mal. Eine Palme, kleine Palme mit. Warte mal. Ist das hier schon? Ne, unser Schiff liegt ja weiter hinten, ne? Also müssen wir da hinten. Warte mal. Unser Schiff liegt ja auf der anderen Seite der Insel. Und ja, das war das letzte Geheimnis. So, warte mal. Was ist das Schiff? Ist das hier? Warte mal. Ich muss mich nur. Hier sind doch. Hier ist das doch. Warte mal. Irgendwo hier vorne liegt doch die. Warte mal. Muss ich jetzt flexen? Im Stein. Oder? Ne, hier, warte mal. Da sind die 4 Palmen und geradezu, wo die kleine spitze Palme ist. Warte mal. Oder? Ist das falsch? Sprich, müsste die ja eigentlich hier irgendwo sein, die Stelle. Oder? Die müsste ja unterhalb dieser. Ich such's gerade jetzt raus. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte, 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 warte. Überhalb eines der Steine.
Theoretisch. Aber hier ist ja die Stelle. Ergo muss ja... Geil. Wenn wir zu dem Dings gucken... Warte mal. Ja doch, das ist die schräge Palme. Und da liegen ja mehrere Steine. Also geradezu... Wenn wir zu dem Dings gucken. Warte mal, geht's grad? Frage, von wo wird denn jetzt her? Wird denn jetzt... Wo könnte denn die sein, die Stelle? Könnten die Stelle sein. Es muss ja hier irgendwo. Also wir stehen ja, das ist das Ende. Wäre ja der Hafen. Was ist sich da hinten am Hafen? Guck mal. Theoretisch ist aber das die Ecke, oder nicht? What? Ich glaube, wir sollten den Spartan nicht nochmal rausfahren. Aber ich bin doch sicher, dass es die ist. Ist das die einzige Stelle oder nicht? Das ist gefühlt die einzige Stelle, auf die ich zutreffen würde. So, spontan. Sechsundsechs, acht, drei, fünf. Keiner, die auch auf der falschen Insel sind. Dann sind wir auf der Firma.
Apaku Island. Das ist wahrscheinlich die richtige Dings, nicht die richtige Karte, oder? Warte mal, dann ist das eine falsche Schatz. Dann war man, ich glaube, Marco Island, den haben wir nämlich schon, den Schatz. Warte, hab ich nochmal den letzten noch nicht gehabt? Den nochmal? Das sind ja auch mehrere Palmen und ein großer Stein. Dann sind wir einfach nur schlichtweg auf der falschen Karte gewesen. Ich glaube, warte mal, 749625, was bist du denn? Für 9625, das sind ja die einzigen. Eine von denen haben wir ja. Also, ich weiß nicht, ob das die ist. Ja, gut, da fehlt die schräge, komplett schräge Palme, ne? Naja, ist jetzt. Ist eigentlich jetzt auch wurscht. Gut, ich dachte, wir könnten jetzt die Schatzkarte holen. Wäre jetzt egal. Gut. Naja, mit dem Mosai. Da haben wir noch einen Assassinenauftrag. Wir haben jetzt die Insel komplett erkundet, glaube ich, meines Wissens. Oder kann ich da kurz mal hin? Ich glaube, wir haben. Die haben es jetzt. So, haben wir jetzt eigentlich alles weg an Geheimnissen hier in dieser Ecke. Gut, egal. Wir werden in der nächsten Folge uns nochmal dieser Hauptmission widmen. Aber willst du was noch machen vorher? Damit wir die Stadt erkunden können. Ich habe jetzt natürlich eine Weile verplempert mit dem ich kann schon die Taverne noch zu machen. Jetzt hätte ich gerne so schnell die Taverne erobert. Die ist hier. Die machen wir schnell noch. Das machen wir aber noch. Oh, warte, dann machen wir das komplett. Hör mal auf die Fresse, Junges! Oh, tschüss. Der Andreas in Taverne freigeschaltet. Sehr schön. Braucht ihr ein paar erfahrene Matrosen? So, Crew erneuern. Wie viel brauchen wir denn? Der fährt das nicht? Oh. Okay, wir haben genug. Unser Fall ist gut, wir könnten mal theoretisch unsere Crew wieder auf Vordermann bringen, beziehungsweise. Ja. Fresse. Egal. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder hier bei Assassin's Creed 4 Black Flag und dann geht's weiter mit dieser schönen, tollen Hauptmission hier, die dann heißt Zuckerrohr und seine Produkte. Bis dahin. Tschüss.